So, meine Lieben, herzlich willkommen bei mir in der Autoküche in Toms Grillwerkstatt. Heute eines meiner Lieblingsrezepte, ein Tuna Tataki mit Wakame, mariniertem Mango und einer schönen Wasabi-Creme. Mein Name ist Tom Heinzle, ich bin Buchautor, Grillprofi, Foodstylist, Genussmensch. Starten müssen wir mit dem Thunfisch. Ich habe da ein schönes Thunfischfilet, dick ca. 3 cm. Da habe ich eine Schüssel gerichtet mit Sojasauce. Die Sojasauce, die müssen wir jetzt etwas mit Geschmack versehen, weil wir den Thunfisch in der Soße marinieren. Dazu nehmen wir einen guten Blütenhonig und löse den in der Sojasauce auf. Wichtig, wir wollen das schöne Süße in die salzige Sojasauce reinkriegen. So, Vorsicht, dass der Löffel nicht runterfällt. Dann kommt noch in der Marinade dazu Limette für die Säure. Zu 2 dünne Scheiben Limette. Dann haben wir da noch Knoblauch, den schneide ich in kleine Scheiben und gebe noch zu der Marinade. Und Ingwer. Ingwer tun wir es da locker nicht weg. Und dann einfach für den Geschmack auch noch 3, 4, 5 Scheiben Ingwer dazu. Etwas Koriander. Einfach ein paar Blätter. Gut. Dann wird das alles miteinander verrührt. Und was haben wir jetzt in der Marinade drin? Wir haben den Salz durch die Sojasauce, wir haben Süße durch den Honig und Säure durch die Limettenscheibe. Und in dem Sud, das mal probieren, genau so, der Honig gut auflösen. Und genau in dem Sud legen wir jetzt unser Thunfischsteak ca. 15 Minuten ein. Schön bedecken. Während den 15 Minuten müssen wir das Thunfischsteak regelmäßig wenden, dass es rundum schön anzieht. Schaut gut aus. Halt mal. Perfekt. Okay. So far so gut. Währenddessen das Thunfischsteak in dieser Marinade zieht, habe ich hier in der Schüssel Crème Fraîche. Zu der Crème Fraîche gebe ich Wasabi dazu. Hui. Und Salz für den Crunch. Grillsalz. So, das gut vermischen. Das darf ruhig eine schöne scharfe Creme werden. Ah, vielleicht noch ein bisschen Wasabi. Hopp. Okay. Fertig. Zur Info, dieses Tataki funktioniert auch mit Wild oder auch mit Rind. Also wenn ihr ein schönes Steak aus einer Roastbeef habe, in derselben Dicke wie das Thunfischsteak, kann man es auch sehr gut mit Rindersteaks machen. Aber auch mit Rehrücken oder mit Rehschalensteaks. Alles schon probiert, schmeckt alles wirklich super. Dann brauchen wir noch für unseren kleinen Salat, habe ich da eine reife Mango. Die schäle ich mal. Da brauchen wir ungefähr die Hälfte von der. Schäle mal von der Hälfte die Schale runter. Oh, die riecht schon super. Und schneid mal da relativ dünne Scheiben runter. Reicht schon.
Wenn ich die Scheiben habe, mache ich mir aus deiner Scheiben dünne Streifen. Schön. Gut ist, wenn man jetzt da eine Mischung hat, wenn man eine größere Menge macht, wenn man eine Mischung hat aus vollreifer Mango und zu halbreifer Mango. Das macht einen wahnsinnig tollen Geschmack her im Gaumen. So, nehmen wir die Streifen, da haben wir da eine Schüssel. Ja, den marinieren wir jetzt noch leicht mit etwas Sweet Chili Soße. Etwas Chili ohne Saat, nicht zu scharf. Und vielleicht etwas feingehackter Koriander mit Stielen. Spielt es da keine Rolle, wenn man die Stiele mitverwendet, weil es gibt ein wahnsinnig tolles Aroma rein, wenn man auf die Stiele raufbeißt. So. Das noch dazu. Perfekt. Dann wird das alles vermischt. Haben wir einen super tollen, süß-scharfen Mangosalat. So, dazwischen tun wir jetzt einmal wieder das Thunfischsteak drehen. Und wir sehen schon, dass es schon andere Farbe annimmt. Denn als letztes kommt jetzt unser Wakame-Salat. Wakame-Salat kann man fertig kaufen im Asialader. Oder überall, wo es eigentlich Fisch gibt. Ich mariniere den nochmal nach. Ich nehme ein Sesamöl aus geröstetem Sesam. Und etwas von meinem Ding-Ding-Grillgewürz. Gut. Das Ding-Ding hat ja Sesam drin. Es hat Shiitake-Pilze drin. Das passt wunderbar zu dem Wakame dazu. Etwas Chili am Schluss. Es darf schon was Bums hat hier Beilagen. Gut. So schaut raus. Unser Wakame. Mariniert. Mango. Wasabi-Creme. Okay, das Thunfischsteak ist jetzt ca. 15 Minuten in der Marinade gelegen. Das holen wir jetzt raus, legen es kurz auf ein Küchenpapier, dass es abtropft. Und dann ist wichtig, braucht man einen Grill, der sehr viel Hitze hat. Wir machen jetzt heute auf diesem Yakitori-Grill mit dem Gitter oben. Funktioniert auch sehr gut auf einer Plancha, auf einer Gasgrill, auf einer Holzkohlegrill, auf einer Elektrogrill. Wichtig ist einfach, wir müssen große direkte Hitze haben. So, jetzt kommt der Moment. Jetzt legen wir es darauf. Circa 3 Minuten pro Seite, bei der Dicke. Wow, es riecht schon. Hui. So. 3 Minuten sind um. Jetzt drehen wir mal die ganze Geschichte. Jawohl. Genau so. Super. Nochmal 3 Minuten. Zwischenzeitlich könnte man schon den Teller anrichten. So. Starten wir mit der Wasabi-Creme. Die Wasabi-Creme. Den etwas Mangosalat. Dann daneben da etwas Wakame. Gut, jetzt warten wir nur noch aufs Thunfischsteak. Die zweite 3 Minuten sind um. Jetzt nehmen wir den Thunfisch vom Rost. Super schön.
scharfes Messer. Wunderbar, schönes Sataki. Jetzt machen wir unser Patrouchen. Wichtig ist, was muss man unbedingt wissen bei der Speise, das kann keine Hauptspeise sein. Das ist vom Geschmack und allem eigentlich so mächtig, dass es nur als Zwischengang funktioniert. Ich mache das sehr oft bei mir bei den Seminaren, weil es den Leuten wahnsinnig gut schmeckt, aber immer nur als Zwischengang. So, jetzt haben wir es schön anrichten. Auf der Creme. Schön. Frisch. Ein paar Blättchen Koriander drauf. Klappt. Koriander. Und zum Abschluss etwas gerösteter Sesam. Und für die Würze noch ein Hauch Dinkel. Das ist es.